Warum sind Großkonzerne wie Lidl, Aldi, Bosch und Co. eigentlich nicht an der Börse gelistet? Hätte das nicht Vorteile für die Firmen? Ja, die Vorteile und Nachteile davon, börsengelistet zu sein oder nicht börsengelistet zu sein, lassen sich natürlich immer abwägen. Du hast natürlich den Vorteil, dass du leichter an Kapital rankommst. Also du kannst quasi Kapitalerhöhungen machen und kriegst dann neues Geld, um dich zu finanzieren. Auf der anderen Seite hast du dann aber auch neue Reporting-Pflichten. Also du musst dann deutlich transparenter umgehen. Also jedes Quartal Bilanzen veröffentlichen bzw. Quartalsberichte. In manchen Branchen möchte man nicht unbedingt so transparent unterwegs sein, weil das für die Konkurrenz nützliche Informationen sein können. Und deswegen gibt es Firmen, die das nicht unbedingt möchten. Und außerdem sind das auch häufig Firmen, die kulturell einfach anders groß geworden sind. Ne? Also es sind dann Unternehmerfamilien dahinter, die keine Lust haben, da die Kontrolle abzugeben und eher so Generationendenke haben, als jetzt zu sagen, okay, wir werden jetzt eine Aktiengesellschaft an der Börse gelistet, wo die Aktionäre regelmäßig durchwechseln, also das Besitzeigentum sich ständig wechselt und wir dort einen Vorstand haben.